Ja, hallo Messerfreunde. Wie versprochen, heute mein zweites Messervideo über das Ontario Rudd 1. Ja, das Ontario Rudd 1 ist ja im Moment, kann man sagen, oder schon seit ein paar Jahren in aller Munde. Vor allem wegen seines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und jetzt habe ich es mir auch mal endlich geholt. Und zwar ist das sozusagen mein erstes Messer, das ich direkt aus den USA selber importiert habe. Man kann da teilweise wirklich, für meine Begriffe, wirklich sehr viel Geld sparen. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass das Ontario Rudd 1 hier, wenn man es günstig bekommt in Deutschland, so um die 42 Euro kostet. Und man zahlt aber teilweise sogar auch mal gerne 75 Euro. Also hier gibt es wirklich auch wieder enorme Preisunterschiede. Es kommt, denke ich, schon sehr darauf an, wo es der jeweilige Händler selber her hat. Tut er es selber importieren oder holt er es sich über den deutschen Distributor? So sagt man, glaube ich, denke ich schon. Oder die deutsche Vertretung, sagen wir es mal so. Und das merkt man auch immer bei den Zero-Tolerance-Messern. Also wenn man dann Händler hat, der wusste das über Lindner oder Linde holt, dann zahlt man da gleich mal einen schönen Aufschlag. Und wenn man dann Händler hat, der wusste das selber aus den USA importiert, dann hat man da schon eine große Ersparnis. Und so ist es hier auch. Ja, nach ungefähr 2,5 Wochen ist es dann bei mir aufgeschlagen und ich muss sagen, ich bin nach wie vor von diesem Teil sowas von begeistert. Also das kommt meinem Begriff von einem guten, günstigen Klappmesser sowas von nahe. Also Leute, ich kann euch sagen, holt euch dieses Teil, holt es euch, wenn ihr mir folgt, in den USA. Ich habe jetzt in meinem Fall hier 26,44 Euro umgerechnet für das Messer bezahlt. Und wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man auch Händler in den USA, die schicken einem das Messer für 6,22 Euro nach Deutschland. Da muss man halt dann, wie schon gesagt, mal 2-3 Wochen warten auf sein Messer. Aber wenn man da wirklich eine ganze Ecke spart, ist es mir eigentlich persönlich scheißegal. Kommt hier in diesem schönen Pappkarton von Ontario. Und ja, einfach gehalten ist natürlich klar bei dem Preis. Karton ist eigentlich scheißegal. Aber das Messer selber ist wirklich der Hammer, Leute. Also das Teil liegt mir persönlich sowas von gut in der Hand. Hat einen schönen langen Griff. Hat hier diese schöne Fingermulde. Da kann man schön den Zeigefinger einbetten. Also das Teil ist richtig fett, Leute. Holt euch das für den Preis. Echt top. Der Linerlock ist, manche sagen, der wäre dünn. Ich finde eigentlich, dass der völlig ausreichend ist zum Messer. Also, und das Messer hier auch, man kann es, denke ich, jetzt nicht auf dem Video sehen, aber hat hier Bronzewasche unterlegt. Also, der Klinggang ist wirklich, also, der ist armer für den Preis, Leute. Das läuft hier wie Butter, das läuft besser wie jedes Messer, wo manchmal 100, 120 Euro kostet. Also, das Ding ist der Knaller. Also hier wirklich auch, läuft super. Hier Modell 1 AOS 8 Stahl. Bei dem AOS 8 Stahl war ich mir erst nicht so sicher. Ja, was ist das jetzt für Zeug? Ist das jetzt, hab den zwar schon ein paar Mal gehört, aber hab da draußen noch kein Messer hier gehabt. Aber das Zeug, also wird zwar nicht so der super schnitthaltigste haltigstes Stahl sein, aber bei dem Preis kann man darüber, denke ich, hinwegsehen. Aber das Zeug, Leute, das Zeug ist rattenscharf. Ich weiß es gar nicht. Das Zeug, das ist Angst. Das ist richtig angsteinflößend, wie scharf das Messer wirklich auch aus der Schachtel rauskommt. Also das Zeug nimmt hier wirklich eine sowas von bissige Schneide an. Da denkst du, du hast hier einen Kohlenstoffstahl. Also ich weiß nicht, der AOS 8 hat mich wirklich voll überrascht bis jetzt. Und weil der wirklich so bissig daherkommt, habe ich mir jetzt auch noch gleich beim gleichen Händler ein Cold Steel Recon 1 bestellt. Hier habe ich auch wieder etliches gespart. Das Recon 1 kostet hier, wenn man ein gutes Angebot bekommt, so um die
100 €, das ist schon ein gutes Angebot. Und in den USA habe ich es jetzt, glaube ich, mit Versand so um die 68 € bezahlt. Also auch hier wieder warte ich gerne wieder 2, 3 Wochen, bis das Messer hier ist, weil ich habe gleich mal auf Anhieb 30 € gespart. Also eigentlich bin ich immer dafür, die deutschen Händler zu unterstützen, aber wenn man da wirklich so einfach so viel Geld spart, dann schlage ich da gerne zu. Ja, hier ein Größenvergleich zum Spyderco Tenacious. Denke ich, werden die meisten kennen. Ist natürlich eine ganze Ecke größer wie der Spyderco. Der größte Vorteil ist, finde ich, hat den größeren Griff und hat hier eine schöne Fingermulde, wie schon gesagt, wo man den Zeigefinger schön drin einbetten kann. Also auch das Tenacious ist ein super Messer, keine Frage, ist ja auch schon jahrelang ein Verkaufsschlager von Spyderco, aber das Ontario hier, also alter Schwede, Leute, ich sag's euch, holt euch das Messer, das Teil ist so geil. Wie schon gesagt, läuft butterweich und ist hier mit 5 Torx-Schrauben total stabil verschraubt, was mir persönlich gut gefällt. Jetzt werden wieder ein paar sagen, ja, wiegt wieder ein bisschen mehr. Mir persönlich komplett egal. Keine skelettierten Liner, die gehen hier wirklich in voller Stärke durch. Macht das Messer ein bisschen schwerer, aber ist auf die Gramm, paar Gramm kommt es, finde ich, überhaupt nicht an. Das wirkt einfach wertiger und wirkt besser. Also, Leute, meine Empfehlung hat das Messer. Ein Top-Teil für den Preis, also mein persönliches neues Messer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Finde ich einfach klasse, das Teil. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Gemüse-Action, wie schon gesagt. Wir haben heute noch eine kleine Geburtstagsfeier und dann wollte ich hier mal ein bisschen Gemüse schneiden, weil mit der dünnen Klinge hier bietet sich das natürlich super an. Noch kurz zu den Daten, bevor ich es vergesse. Das Ontario Rad 1 hat hier Kunststoffschalen verstärkt mit Nylon, also so Nylon-Kunststoff. Fasst sich wirklich schön an, könnte ein bisschen griffiger sein, okay, aber durch die Fingermulde hier wirklich top. Die Klingenlänge beträgt 9 cm, die Gesamtlänge 21,9, also schon wirklich ein größeres Klappmesser. Gewicht sind hier 141 Gramm. Und zum Preis habe ich hier schon was gesagt. Und jetzt machen wir ein bisschen Gemüse-Action hier. Und hier haben wir ein bisschen Sellerie. Schneide ich nur grob zusammen, weil wir haben heute so einen Eintopf. Und da reicht es, wenn man es ein bisschen größer Stücke schneidet. Das ist völlig ausreichend dafür. Wir getten natürlich mit der hervorragenden Schärfe hier sehr gut durch so härteres Gemüse wie Sellerie. Wie Butter geht das da durch? Seht ihr ja selber. Also kein Problem hier. Was haben wir hier noch? So ein bisschen Petersilienwurzel. Schneide ich auch etwas gröber zusammen nur. Kann sein, dass es ein bisschen wackelt jetzt, weil der Tisch, wo ich hier drauf filme, der ist nicht gerade der stabilste. Aber ich denke, ihr werdet alles erkennen. Ja, durch die hervorragende Auslieferungsschärfe und die sehr dünne Klinge ist es natürlich hier ein richtiger Schneider. Schaut euch das an, Leute, wie das hier Zwiebeln schneidet. Also genauso gut wie das Küchenmesser. Ja, das geht durch hier. Wahnsinn. Vielleicht nochmal ein Vergleich zum das Spyderco nehmen. Hat vielleicht, naja, ist vielleicht minimal stärker die Klinge. Oder hat ja hier diesen chinesischen 8 Chrom 13 MOV Stahl. Also ich persönlich vermute, dass der Stahl hier ein bisschen schlechter vielleicht ist. Er wird zwar auch sauscharf, aber lange nicht so scharf wie wie der vom Ontario. Hier mal einen Sellerie schneiden noch. Ja, es ist doch durch die dickere Klinge, die ist zwar nicht viel dicker, aber schon etwas. Und die nicht so hohe Schärfe tut sich das Messer doch ein bisschen schwerer. Ja, tut sich schon ein bisschen schwerer, das Tenacious. Also hier kann man wirklich sagen, dass Ontario, ja, das
geht hier ab wie Luzi. Damit kannst du dir Gemüse schnippeln wie mit jedem Küchenmesser. Ich denke, mit den meisten Outdoor-Messern, wo eine 4 mm starke Klinge haben, da spaltest du hier mehr die Karotten, aber hier kannst du auch wirklich die Karotten schneiden. Also Leute, ich werde jetzt mein restliches Gemüse hier noch schneiden. War mal ein Video zum Ontario Rudd 1. Wirklich, ich bin von dem Messer begeistert. Holt's euch. Ich denke, ich werde es mir auch noch mal in einer anderen Version holen. Es gibt es auch noch mit braunen Kunststoffschalen und schwarzer Klinge mit Serrations. Also das gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch mit grüner, mit so waldgrüner Griffschalen gibt es auch noch. Also sucht euch das raus, was euer Favorit ist. Und ja Leute, bleibt gesund. Bis bald, abonniert mich, schreibt mir einen Kommentar drunter und ciao.